Hallo und willkommen zu einem neuen Lego Star Wars Vorstellungsvideo. Heute geht es um das Bounty Hunter Gunship. Und ja, wir fangen wieder ganz gediegen mit den Figuren an. Und dann halt das Schiff, da gibt es nicht so viel zu sagen, aber. In dem Schiff sind eigentlich fast alles Exklusivfiguren. Wir haben hier einmal Aura Sing, die auch sehr nice, eine sehr nice Figur ist. Aber naja, es gibt bessere. Dann machen wir mit der weiter, mit der langweiligsten Figur hier aus dem Set. Ja, wenn jetzt hier der Fokus noch kommen würde. Ja, da ist er doch. Hier. Kann man machen, muss man aber nicht. Eine IG-Einheit gibt es auch öfters, aber es ist ganz cool, dass sie da auch dabei ist. Und meine Favorite-Figur aus dem Set, Embo, mit seiner Armbrust und seinem Helm. Sehr, sehr nice Figur, auch exklusiv in dem Set. Dann geht es hier natürlich mit dem Schiff gleich weiter. Da gibt es nicht so viel dazu zu sagen. Ihr könnt da vorne aufmachen und da eine Figur reinstellen. Ihr könnt einmal hier die ganzen Dinger drehen, in sozusagen im Flugmodus dann sein. Und wenn ihr die dreht, geht hier oben diese Klappe zu. Wenn ich jetzt hier zurückdrehe, jetzt habe ich hier wieder zurückgedreht. Jetzt ist diese Klappe offen. Dann ist hier dieses. Da ist hier dieses Ding drin, wo der, wie hieß das Ding? Warte, mir fällt es bestimmt gleich ein, wie das hieß. Das hieß Holocron, genau, das Holocron aus Star Wars The Clone Wars. Wer die Serie gesehen hat, der weiß, welches Holocron da drin ist. So, und das jetzt mit einer Hand hinzumachen, mal gucken, ob ich es schaffe, weil mehr gibt es nicht mehr zu diesem Set zu sagen, tatsächlich. Da ist es wieder dran. Das ist ja ein älteres Set, das heißt, es hat keine Bewaffnung, keine federgeladenen Shooter, keine SAT-Shooter. Es sind hier nur diese Blaster, diese angedeuteten, oben und unten. Von hinten vielleicht nochmal anschauen, aber gibt auch nicht so viel dazu zu sagen. Das war es dann auch eigentlich schon. Nächsten Sonntag kommt wieder ein Siku-Video und dann kommt wahrscheinlich wieder ein Lego-Video und das treibe ich so lange hin und her, bis ich weder Siku noch Lego habe, was ich euch vorstellen kann, weil dann müssen neue Dinge her. Aber aktuell gibt es von Lego keine neuen, coolen neuen Dinge. Da müsste ich, oh, leck mich, da müsste ich halt mal gucken, was ich da noch finde. Und von Siku habe ich auf jeden Fall Bock, mal so eine bisschen was Neues zu holen. Aber da weiß ich jetzt auch noch nicht genau was. Aber bei Sigu habe ich noch einiges und bei Lego sind es auch noch zwei, drei Star Wars Dinger. Und dann der Lego Technik Bugatti, den kann ich euch auch noch mal zeigen. Den habe ich ja noch nicht gezeigt. Ja, das war's dann ja auch schon. Liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Und dann ciao.